Hallihallo zurück zu Papo Io, wo wir gerade gegen extrem laute Musik anreden müssen. Und ein wenig Jump'n'Run machen müssen. Wir haben Lula wieder. Das heißt, wir können jetzt wieder so schön gleiten wie vorher. Und können jetzt zum Schamanen, soweit ich das eben gesagt bekommen habe. Wir laufen jetzt so gut wie möglich den Weg, den wir vorhin gegangen sind, zurück. Lula! Oh. Oder auch nicht. Was machst du? Lass mich hier durch. Okay, ich gehe hier durch. Jetzt ist er verwirrt. Und rennt wieder zu uns. Wir gehen wieder durch. Wir können hier vorne das zweite Teil fliegen lassen. Ist wieder verwirrt. Wir können hier durch. Und Oh mein Gott. Wir können jetzt mal schauen, inwiefern uns das Ganze weiterhilft. Insofern, wir können hier hoch. Und was machst du? Du biegst das Teil da vorne, okay. Okay. Was machst du, wenn du dahin fliegst? Du holst Teile da vorne. Und was machst du, wenn du dahin fliegst? Du holst noch mehr Teile weiter vorne. Okay. Ich fliege jetzt erstmal hier rüber. Und löse hier noch die Container aus. Oh mein Gott. Ich meinte, ich laufe erstmal weg. Ah. So. Wie komme ich denn dahin? Vom letzten oder wie? Oh mein Gott. Wieder durch. Bin ich nicht durchgekommen? Ich glaube, das war ein Nein. Ich glaube, es war ein Jein. Okay. Muss irgendwie davor kommen. Lass mich hier hoch. Danke. So. Weg ist er. Lula. Geh mal dahinter. Hilf mir, wenn du dort irgendwas machst. Hier kannst du doch dann hier. Nicht böse werden. Was sagst du mir? Wie viele Wassertanks kannst du finden? Okay. Zu wenige. So, wir fliegen jetzt erstmal hier hoch. Vielleicht hilft uns ja einer der Wassertanks dabei weiter, allgemein weiterzukommen. Dass wir durch einen der Wassertanks da drüben kommen, wo wir bisher nicht hinkamen. So, habe ich auch was davon hier zu sein? Ja, kann ich. Habe ich. Noch ein Wassertank. Sehr schön. So, wieder hier hoch.
Wassertank setzt sich alle da oben drauf. Okay. So, von hier komme ich dahin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gott, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. So. Nochmal das Ganze. Und schon bin ich hier. Kann die zwei Wassertanks noch holen. Ich muss sagen, es... Ich weiß nicht, wie es rüberkommt für euch als Zuschauer, aber es ist echt stressig, wenn das Monster gerade böse ist. Es ist echt unglaublich nervenaufreibend irgendwie und... Oh Mann. So. Da drüben ist noch einer. Das Monster jetzt verschwindet. Hänge ich so ab. Gehe vorne rein. Wird wahrscheinlich relativ zeitgleich mit mir da sein. Ja. Und werde versuchen, noch den letzten Tank hier vorne zu holen. So. Jetzt sollte ich alle Tanks, also alle, die ich sehe, habe ich auf jeden Fall geholt. Ich weiß nicht, ob irgendwo noch welche sind. Nein, es dürften keine mehr da sein. Ich dürfte es so schaffen können. Ich schaff's noch nicht, ich schaff's noch nicht. Jetzt schaffe ich es. Wo auch immer es herkommt. Aber wahrscheinlich war es einfach noch nicht da. Oh Mann. Und Monster kann uns folgen. Zurück, ich gehe zurück, ich will wieder hoch, ich will wieder hoch, ich will wieder hoch. Hier oben fühle ich mich ein wenig wohler als unten, zusammen mit dem Monster. Verwundert, was man da hinten von hat, aber das macht einfach nur den anderen Weg frei. So, ich glaube, wir müssen jetzt einfach laufen. Schnell, zum Schamanen geht's hier lang. Oh mein Gott, nicht umschauen, nicht umschauen, nicht umschauen. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen eine Geheimtür in dem Fels öffnen. Natürlich. Gehen wir hin. Aber ich muss die Kreidelinie reparieren. Während du Monster ablenkst und den Schlüssel holst. Natürlich.
nichts leichter als das. So. Es ging echt zu einfach. Was? Jetzt noch zwei? Okay, ich muss nur Parcours laufen. Also fliegen, springen, wie auch immer. Jetzt noch eine Lücke. Was der hatte. Oh, scheiße. Der Block ist unter mir abgehauen. Ihr habt es genau gesehen. Also ich habe es genau gesehen. Ihr habt es bestimmt auch gesehen. Ihr müsst es gesehen haben. Gebt mir recht. Ah. Wechseln sich einfach die Blöcke ab mit dem Verschwinden. Es tut immer ein wenig weh, dabei zuzusehen. So. Ist der eine Tochter auch? Dann muss ich aber schon weiter. Wenn ich das nächste Mal oben bin, schaue ich mir es kurz an. Nicht wieder auf Vermutung springen. Nicht wieder auf Vermutung springen. Oh mein Gott. Taucht auf, der verschwindet, der andere taucht auf. Okay. Okay, wir haben's. Hier ist fertig. Hey Kiko, dreh den Schlüssel und öffne die Tür. Welchen Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Hinten ist der Schlüssel. Drehen. Die Tür öffnen. Sehr schön. Sie gerade gefressen, oder? Jetzt gerade mal hier unten schauen, wie es da eigentlich so aussieht. Ah, okay. Wenn mir gerade auffällt, dass es dieser Bereich auch noch da ist. Er hat sie gefressen. Komm her. Come at me, bro. Oh Mann. Und wir sind wieder am Anfang. Und können jetzt Lula einsetzen. Lula! Und kommen dadurch scheinbar zum Schamanen. Mal sehen.